Das große Abenteuer des Mittelalters ist zu neuem Leben erwacht. Der Jakobsweg. Millionen Menschen aus ganz Europa brechen auf, um nach Santiago de Compostela zu pilgern. Zum Grab des Apostels Jakobus des Älteren. Nicht nur Frömmigkeit oder Glaubenseifer sind die Motive für diesen Aufbruch. Es hat sich herumgesprochen, dass dies ein Weg der Erkenntnis, der Begegnungen und Erfahrungen sein kann, der imstande ist, das Leben gravierend zu verändern. So eine Sehnsucht. Eine Sehnsucht, ich will nicht sagen, so eine Sehnsucht nach der Weite, sondern eigentlich eine Sehnsucht, im Nachhinein verstehe ich es, nach mir selbst. Eine Sehnsucht, die gestillt wird, indem wir wandern, indem wir gehen. Es ist eine völlig andere Ebene in mir, wenn ich sozusagen ein nomadisches Dasein führe, ja, als das Sesshafte. Und der Nomade in mir, ich wusste nichts von ihm, aber es war eine Sehnsucht danach da. Ich habe es manchmal gemerkt, ich bin mit meiner Frau da vom Haus weg Richtung Westen gegangen zum Beispiel, also nach Osttirol zu uns. Ja. Das war schon so eine Vorwegnahme davon und da habe ich gemerkt, du brauchst nichts, du bist bedürfnislos eigentlich, weil deine Bedürfnisse werden gestillt in der Begegnung mit, ja, was auch immer, dir da um die Ecke entgegenkommt. Sei es jetzt von der Natur her, sei es von den Tieren her, sei es von den Menschen her, wo sich Gespräche ergeben, die sich sonst ja nicht ergeben. Dr. Günter Matitsch lebt in Klagenfurt. Er ist homöopathischer Arzt, Psychotherapeut und Komponist. Er hat sich selbst eine Auszeit verordnet, ein Jahr Pause. Er wollte wissen, was es heißt, Pilger auf dem Jakobsweg zu sein. Das Entscheidende bei so einer Aktion ist eigentlich der Entschluss. Ohne Entschluss geht da überhaupt nichts. Geträumt habe ich 20 Jahre davon. Einmal mich frei zu machen. Einmal diese Freiheit ergreifen, von der man nur träumt. Und mir hat geholfen eigentlich eine Notsituation. Ich habe gemerkt, wenn ich so weiter tue, gehe ich den Weg meiner Kollegen, gehe ich den Weg so mancher, die so voll in der Verpflichtung sind und haben wir ausrechnen können, den Herzinfarkt oder die Depression. Schlimmstenfalls vielleicht, dass man sich überhaupt heimdraht, also dass man genug hat. Ne? Ich habe gespürt, dass es geht das Leben am Wesentlichen vorbei. Der bekannteste Abschnitt ist die 800 Kilometer lange Strecke in Nordspanien zwischen Santiago de Compostela und den Pyrenäen. Hier verzweigt sich der Jakobsweg über ganz Europa. Denn früher war man auch bis hierher zu Fuß unterwegs. Die Fernstraßen des Mittelalters bestimmten den Weg. Die große Kammmuschel wurde sein Symbol. So führt der Jakobsweg auch durch den Süden Österreichs. Von Graz nach Tirol orientiert er sich weitgehend am großen Fluss der Drau. Die alten Wege der Pilger nach Santiago zu erforschen, zu markieren und die Route in einem Buch zu beschreiben, das hat sich Peter Lindenthal zur Aufgabe gemacht. Ich bin 1995 als Pilger in Santiago angekommen, nach einer zweimonatigen Fußwanderung von Arlweg auf der Via Tolosana. Und also das sind eh nur 1600 Kilometer. Und das Ergebnis dieser Pilgerreise war der Entschluss, wenn ich wieder nach Österreich komme, diese wunderbare Tradition, ich würde es fast als ein Kernelement der Menschheit überhaupt erachten, des Pilgerns nach Österreich zu bringen. Der weitgereiste Tiroler hat als Entwicklungshelfer in allen Teilen der Welt gearbeitet und mehrere Bücher über den Jakobsweg verfasst. Er hat dazu beigetragen, dass man sich dieser Tradition wieder bewusst geworden ist. Das, was den Jakobsweg definiert, ist das Ziel.
Santiago de Compostela. Und die Tatsache, dass ich von mir zu Hause zu Fuß dort aufbreche. Welchen Weg auch immer ich wähle. Also es gibt keine päpstliche Kommission, die sagt, das ist jetzt der Jakobsweg und wer abseits geht, ist kein Pilger. Es ist Blödsinn, wenn man sagen kann. In meinen Forschungen versuche ich natürlich, die die früheren Routen der Jakobspilger wieder aufzufinden und wo sie noch existieren, wieder begehbar zu machen. Dieser Aufbruch in die Welt hinaus, in das Unwägbare, Unbestimmte, halt getragene von einer Tradition, aber gleichzeitig ist es doch dieser Weg zu sich selbst, an dem du nicht vorbei kannst. Also du kommst in deine Not am Weg, unweigerlich. Du kommst in deinen Schmerz. Du kommst in deine Freude, von der du vielleicht gar nicht was weißt davor, wie man sich freuen kann. Ja? Am Ende eines Tages oder in irgendeiner Situation, die plötzlich da vor dir steht, sei es jetzt die Landschaft, sei es eine Begegnung mit einem Menschen oder mit einem weiteren Pilger oder wie auch immer. Ja? Also du stößt auf dich und das Außen ist im gewissen Sinne ein Spiegel für dich selbst. Es hat mich eigentlich im Wesentlichen interessiert, was es heißt, einfach loszugehen und Schritt für Schritt also in einer Entfernung zu gehen, aus einer Entfernung auf dieses Santiago zuzusteuern, wo sich eigentlich alle sonst so üblichen Berechenbarkeiten relativieren. Wenn man mit dem Auto nach Wien fährt, okay, man weiß, das dauert 3 Stunden, das ist irgendwie abschätzbar, da sind wir so gewohnt geworden in unserer Kultur. Aber geh einmal 1000, 2000 Kilometer, du hast keinen Begriff mehr davon, was das heißt, wo du da bist eigentlich. Ich kann mich gut erinnern an einen Blick auf die Pyrenäen, die waren ein zarter blauer Schleier am Horizont, weit, weit weg. Und ich dachte, wie komme ich jemals zu den Pyrenäen? Und in einer Woche bin ich am Fuße der Pyrenäen gestanden. Die ganze Strecke von Kärnten nach Santiago ist alles andere als ein einfacher Spaziergang. Für Pfarrer Markowitz aus Kaplan der Drau eine große Herausforderung. Er ist von Maria Geil aufgebrochen und zu Fuß nach Kärnten zurückgekehrt. Heute weiß er, man braucht 6 Paar Schuhsohlen dafür. Ich bin sicherlich 1000 Kilometer auch am Jakobsweg gegangen, am Originalen oder an dem, was so vorgezeichnet ist. Aber ich bin auch sehr viel auf Überlandstraßen gegangen, auf Wegen, die nicht dazugehören, aber trotzdem, so ist das aus dieser Buntheit auch der Wege, ist dann mein Jakobsweg entstanden. Auch sein Jakobsweg führte zunächst einmal nach Villach, zur größten der Jakobskirchen im Land. Vorbei am Farkasee und an dem Wallfahrtsort Maria Geil. Jenseits der Pyrenäen, in diesem Kloster Roncesvalles, tragt man sich in ein Buch ein, ja, so als Pilger, um den Pilgerpass zu bekommen. Und da steht ja auch die Begründung oder so das Motiv, eine Spalte für das Motiv. Weshalb gehst du den Weg? Und das habe ich dann so ein bisschen durchgeblättert und habe gesehen, aha, sportiv, religiös, sportiv. Kulturell, okay, aber in erster Linie sportiv. Also aus sportlichen Überlegungen und Tüchtigkeit und heutzutage geht man halt gern und macht halt irgendeinen Gewaltmarsch, so unter dem Aspekt, ja.
man bewältigt das halt einfach. Und in Santiago de Compostela habe ich mir den Abschlussstempel für diesen Pilgerpass geholt. Und bei dieser Stelle, bei diesem Pilgerbüro, lag wieder ein Buch auf. Und wieder hat man sich eingetragen und das Motiv dieser Wanderung eingetragen. Und dann lese ich und habe gestaunt. Ja. Spirituell, ganz selten noch ein Sportiv dabei. Ja, kulturell, ganz selten spirituell. Und dann habe ich mir gedacht, was ist passiert mit uns? Also ich denke, dort, wo wir wieder spüren, und unser Körper ist immer im Hier und Jetzt. Unser Körper ist nicht in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Er ist wirklich da, jetzt. Jetzt ist er, jetzt atmet er. Also dort, wo ich ihn wieder wahrnehme und spüre, dort spüre ich mich. Dort nehme ich mich wahr. Meinen Hunger oder mein Bedürfnis oder meine Zufriedenheit oder meine Freude oder was auch immer. Dann kann es einfach werden. Und ich sehe in der Praxis, in meiner ärztlichen Praxis, doch in erster Linie Menschen, die außer sich geraten sind. Die Krankheit hat verschiedene Namen. Ja, wir haben 40.000 Diagnosen, die wir da unseren Kranken gegenüber aufrechterhalten oder sie damit etikettieren. Aber im Prinzip ist es immer die Entzweiung von Ich und Selbst, von Ich zu mir selbst. Ich bin mir fremd geworden, ich bin mir bedeutungslos geworden, ich bin mir ganz wichtig geworden. Ja. Oder egal wie, aber ich ruhe nicht in mir selbst. Es war mein ganz tiefes Erleben in den ersten 6, 8 Wochen, im Prinzip jeden Tag zu spüren, ich gehe nicht allein. Ich bin zwar allein unterwegs und ich bin froh, dass da kein Gequatsche war und keine Verpflichtung war und so. Ich konnte wirklich meinen Rhythmus gehen und mein Maß gehen und so. Aber ich war innerlich jeden Tag begleitet.